Felix Lohkämper, 4 Scorer-Punkte in 4 Spielen. Würdest du sagen, für dich ein gelungener Auftakt in die neue Saison? Ja, ich bin gerade mit mir zufrieden, wie es läuft. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass wir noch so 3-4 Punkte mehr als Mannschaft holen. Aber mit meiner Leistung bin ich jetzt bisher im Großen und Ganzen zufrieden, ja. Wie groß war die Erleichterung oder ist die Erleichterung, dass es dann endlich geklappt hat? In der Vorbereitung hast du in beiden Spielzeiten jetzt eigentlich regelmäßig Tore geschossen. Letzte Saison hat es nicht geklappt. Jetzt dann aber in den 4 Spielen schon gleich 2-mal und noch 2 Scorerpunkte. Ist da dann die Erleichterung groß, dass man quasi sagt, ja, es geht ja doch? Was heißt, es geht ja doch? Also ich freue mich sehr, dass es jetzt klappt. Ich habe jetzt in 4 Spielen genauso viele Minuten wie letztes Jahr zusammen. Also letztes Jahr durfte ich vielleicht nicht so oft ran. Bin jetzt froh, dass ich einen Trainer habe, der mich, glaube ich, ganz gut findet und einen super Spielstil hat für mich auch und freue mich, dass ich spielen darf. Du hast gerade schon angedeutet, du freust dich oder hättest dich mehr gefreut über 3-4 Punkte mehr. Wie würdest du den Saisonstart bewerten? Rein von Ergebnissen würde man sagen, eher durchwachsen. Spielerisch ist ja aber durchaus auch schon das ein oder andere, was gut funktioniert. Ja, man muss, wenn man jedes einzelne Spiel betrachtet, hätten wir durchaus jedes Spiel gewinnen können, aber mit Pech auch jedes Spiel verlieren können. Deswegen war das immer so ein Mix zwischendrin und klar wäre das jetzt schön gewesen, wenn wir 3-4 Punkte mehr gehabt hätten. Aber ich glaube, da waren schon ein paar Sachen dabei, die Mut machen. Ich glaube, im Spiel mit Ball können wir vielleicht noch ein bisschen zulegen und dann holen wir die Punkte. Nach der letzten Saison, relativ schwere Saison, harte Saison für alle. Wie erlebst du jetzt die Mannschaft? Wie ist die Stimmung bei euch im Team? Merkt man da schon auch so einen Umschwung, dass es jetzt, man hat von außen so ein bisschen zumindest das Gefühl, dass es doch wieder sehr positive Stimmung grundsätzlich ist? Ja, absolut. Also man merkt es auch im Training. Im Training hat jeder Spaß. Alle 25 Spieler haben da Spaß und Trainer macht auch super Training und bindet alle Spieler mit ein, egal ob jetzt mal einer von Anfang an spielt oder nicht. Er behandelt jeden gleich und ich glaube, das merkt man innerhalb der Mannschaft in der Kabine auch. Ja. Für dich läuft es nicht nur sportlich gut, privat, letztes Jahr, du hast Ende letzten Jahres geheiratet, jetzt bist du auch noch Papa. Wie ist das, wie hat sich für dich vielleicht jetzt auch so ein bisschen das Leben verändert? Ist das dann doch nochmal als Familienvater was anderes jetzt dann? Ja, absolut. Das war ein wunderschönes Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben richtig. Und ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt, bei mir jetzt nach dem Training nach Hause kommt und dann wartet die Kleine da auf mich. Es gibt nichts Schöneres eigentlich. Wie verändert sich da für dich auch der Alltag vielleicht? Musst du jetzt dann früher aufstehen? Ist weniger Schlaf da? Wie geht es mit Training dann? Ja, ich bin generell einer, der eh nicht so lange schläft. Bin dann echt früh wach und dann ist morgens direkt der Spielstunde angesagt. Da ist sie noch am fittesten, würde ich jetzt sagen. Da will sie am meisten spielen und da haben wir aber sehr viel Spaß dabei. Ist das auch noch so vielleicht was so zusätzliche Motivation, dass man sagt, von zu Hause aus kommt quasi nochmal so ein Push und man fährt dann glücklich, zufrieden zur Arbeit bzw. zum Training und freut sich danach dann auch wieder zurückzukommen? Ja, durchaus. Also wie gesagt, eine Person mehr, die mich mehr unterstützt, mir mehr Freude bereitet im Umfeld mit der Familie zusammen. Und da denkt man schon sehr häufig dran, auch im Spiel, ja klar. Wir haben Anfang letzter Saison ein großes Vorstellungsinterview mit dir gemacht. Wie würdest du sagen, nach einem Jahr jetzt, bist du angekommen mittlerweile in Franken? Fühlst du dich heimisch? Gibt es da irgendwie schon Lieblingsorte vielleicht auch in der Stadt? Ja, wenn man das jetzt aufs Sportliche bezieht, kann ich letztes Jahr nicht mit der Saison zufrieden gewesen sein, weil ich nicht viel gespielt habe. Ab und zu ein kleines Wehwehchen gehabt, also mit der letzten Saison war ich nicht zufrieden. Jetzt bin ich froh, dass die Saison für mich persönlich recht gut gestartet ist und ich fühle mich hier in Nürnberg wohl. Meine Tochter ist hier geboren, wir haben hier schöne Orte, wir wohnen direkt am Stadtpark, also auch super zum Spazieren gehen, also fühlen uns pudelwohl hier. Ja. Dann lass uns zum Abschluss nochmal einen Blick nach vorne werfen. Am Wochenende steht das Spiel gegen Braunschweig an, Aufsteiger. Von den Punkten her nicht ganz so erfolgreich wahrscheinlich gestartet, aber spielerisch, hat der Trainer auch schon angedeutet, wird sicherlich auch keine leichte Aufgabe in dieser Liga, die relativ ausgeglichen ist. Was glaubst du, worauf wird es ankommen? Was erwartet euch da? Ja, man hat es in den ersten 5 Spielen gesehen, da war jetzt keine Laufkundschaft dabei. Ich glaube, das gibt es in der zweiten Liga nicht. Gerade ein Aufsteiger wird die Tugenden in der zweiten Liga auf den Platz bringen. Da müssen wir dagegen halten mit den Tugenden, die man in der zweiten Liga braucht. Und dann müssen wir vielleicht mit unserer einzelnen Spielerqualität den nötigen Unterschied machen, um die 3 Punkte dann in Braunschweig mitzunehmen. Dann würde ich sagen, drücken wir euch die Daumen. Vielleicht auch wieder mit einem Tor von dir oder einer Vorlage. Da würden sich alle sicherlich freuen, du ganz besonders. Und als erstes zählen wahrscheinlich erstmal die 3 Punkte, egal wie sie zustande kommen. Dabei wünschen wir euch viel Erfolg. Danke.